in Capri ankommt. Und jetzt hören wir mal, was ein Meinungsmacher auf TikTok dazu zu sagen hat. Und kommt sie da an, ja, Sonnenbrille, Cappy, nicht wahr? Also wirklich absolut stilvoll und würdevoll auch. Diese drei Männer unterstellen Annalena Baerbock, dass sie aufgrund ihres Aussehens nicht kompetent sei. Das sind sexistische Aussagen, von denen übrigens Politikerinnen viel öfter betroffen sind als ihre männlichen Kollegen. Interessante Theorie, Aussehen und Kompetenz haben also nichts gemeinsam. Ja, Karl Lagerfeld würde sich im Grab umdrehen, der gesagt hat, wer in Jogginghose aus dem Haus geht, der hat irgendwas im Leben nicht richtig gemacht, nicht wahr? Annalena Baerbock erscheint in der Legging beim G7-Gipfel, stöckelt durch das Kriegsgebiet und will damit irgendwie vermitteln, dass es hier sich um einen grauenhaften Angriffskrieg handelt. Demnächst wahrscheinlich mit einem Sektgläschen im Bunker anstoßen mit jemandem. Das ist Inkompetenz. Ja, nämlich das Aussehen verknüpfen mit einer gewissen Botschaft. Sie ist die oberste Diplomatin dieses Landes und da gehört das Outfit, sorry, dazu, auch für Männer. Ja, wenn der deutsche Außenminister in der Jogginghose anläuft, ja, dann kritisiert man ihn auch. Wenn er im Armani-Anzug durchs Kriegsgebiet stiefelt, ja, kritisiert man ihn auch. Es macht keinen Unterschied.